im Übrigen auch auf nicht optische Weise zusammenhängen mit, wie er sagt hier, nicht optischer Weg kosmischer Gemeinsamkeit mit dem Kosmos. Auf nicht optische Weise hängen wir mit dem Kosmos zusammen, auch mit der Erde und auf optische Weise mit dem Gegenstand. Ich darf auf diesem Aufsatz, der schon erwähnt wurde, kurz Folgendes zitieren. Das ist eine Erläuterung zu seinem Aufsatz Wege des Naturstudiums. Das ist von ihm selbst gezeichnet als Illustration. Da sagt er, ich und du, der Künstler und sein Gegenstand, suchten bisher in der Tradition Beziehungen auf dem optisch-physischen Weg durch die Luftschicht, welche zwischen ich und du liegt. Auf diesem Weg wurden ausgezeichnete Bilder gewonnen. Ich nehme an, er meint die gesamte Tradition damit, nicht nur, sagen wir mal, Impressionismus, was hier auch naheliegen würde. Auf diesem Wege wurden ausgezeichnete Bilder von der Luft gefilterten Oberfläche des Gegenstandes gewonnen und damit die Kunst des optischen Sehens ausgebaut, gegenüber welcher die Kunst des Betrachtens und des Sichtbarmachens unoptischer Eindrücke und Vorstellungen vernachlässigt zurückblieben. Ihm geht es also jetzt auf die Sichtbarmachung dessen, was sich im optisch Greifbaren, also im Erscheinen, in der Erscheinungswirklichkeit, als Inneres entdecken lässt. Und unter dem Inneren versteht er Form, das Formprinzip, das innere Formprinzip der Dinge. Dieses Eindringen in das Innere der Dinge kommt nun schrittweise so zum Ausdruck, ich zitiere wieder, dass in der Auffassung des natürlichen Gegenstandes eine Totalisierung eintritt. Totalisierung, also die Erschließung dessen, was die Erscheinungsseite sozusagen verdeckt oder verhüllt, was aber diese Erscheinungsseite auch bestimmt, nämlich durch das ihr innewohnende Formprinzip. Durch das Wissen, dass das Ding mehr ist, als seine Außenseite zu erkennen gibt, kommt diese Totalisierung zustande. Der Mensch seziert das Ding und veranschaulicht sein Inneres an Schnittflächen, wobei sich der Charakter des Gegenstandes ordnet nach Zahl und Art der notwendigen Schnitte. Sie sehen, da hat er schon den Gedanken, dass gewisse Proportionen, das ist übrigens ein alter, uralter philosophischer Gedanke, bei den Pythagoreern zum ersten Mal entwickelt, dass der Wesenskern der Dinge in gewissen Proportionen, also sagen wir mal Mischungsverhältnissen, ja, bei chemischen Substanzen, das Verhältnis der Mischung verschiedener Substanzen ergibt eine neue Substanz. Und dieses Mischungsverhältnis definiert dann, was dieser Stoff ist. Und er denkt also an solche Proportionen, das heißt Verhältnisse von Größen, die durch den Maler herausgespürt werden müssen, nicht auf naturwissenschaftlichen Wege, meint er, sondern wesentlich durch Intuition. Das ist die künstlerische Intuition, die den Wesenskern der Gegenständlichkeit erfasst. Das ist übrigens nicht sehr weit von Goethe entfernt, Metamorphose der Pflanzen, der natürlich sehr vertraut war, genauso wie mit der goethischen Farbenlehre. Die so gemachten Erfahrungen beim Durchdringen der sichtbaren Oberfläche befähigen in ihrer Summe das Ich zu Schlüssen von der optischen Außenseite auf das gegenständliche Innere, und zwar intuitiv, indem schon auf dem optisch-physischen Wege der Erscheinung das Ich zu gefühlsmäßigen Schlüssen angereizt wird. In dieser
Richtung, sagte er, ergibt sich dann ein mehr physiologisches Verständnis, in, natürlich im übertragenen Sinne, der Dinge, anstatt, wie er sagte, vorher, in der Malerei davor, ein eher anatomisches Verständnis. Also physiologisch meint man, er ist weiter vorgedrungen, nicht nur bis zum Skelett, sondern auch die umhüllende, die das Skelett sozusagen, das anatomische, umhüllende, ja eigentliche Leben in der Körperlichkeit. Über diese Arten der verinnerlichenden Anschauung, das ist vielleicht ein Schlüsselwort, verinnerlichende Anschauung, des Gegenstandes hinaus, gehen die folgenden zu einer Vermenschlichung des Gegenstandes führenden Wege, die das Ich zum Gegenstand in ein über die optischen Grundlagen hinausgehendes Resonanzverhältnis bringen. Erstens der nicht-optische Weg gemeinsamer irdischer Verwurzelung, das ist diese Verbindung, der im Ich von unten ins Auge steigt. Das ist etwas rätselhaft, habe keine richtig mich überzeugende Deutung dafür, wie diese nicht-optische Verbindung von unten ins Auge steigt. Und zweitens der nicht-optische Weg kosmischer Gemeinsamkeit, der von oben einfällt. Vermutlich beides auf dem Weg der Intuition erfasst. Und er sagt dann zum Schluss, dies sind metaphysische Wege in ihrer Vereinigung. Diese metaphysischen Wege vereinigen sich im Auge des Künstlers, der damit befähigt wird, in das Innere der erscheinenden Dingwelt einzudringen. Was das nun konkret heißt, das müssen wir dann sehen. Und zwar am besten anhand von 1, 2, 3 Beispielen. Bevor ich darauf eingehe, der Begriff der Genesis, ich wollte dazu noch eine philosophische Anmerkung machen, ist ja das griechische Wort für Werden, für das Werden, für das, Sie können es dann auch weiter konkretisieren als Wachsen, als sich entwickeln, entfalten und so weiter. Dieser Begriff des Werdens hat eine uralte Geschichte und es stellte sich sehr früh heraus, dass er einer der kniffligsten Begriffe für das Denken ist, insofern er nämlich unterschieden werden muss von der bloßen Ersetzung von einem durch ein anderes. Also er ist nicht bloß Veränderung, wo eins durch ein anderes ersetzt wird, sondern die ganze Gestalt verändert sich und ist sozusagen ein kontinuierlicher Prozess, in dem sowohl sich etwas verändern muss, als auch immer etwas sich gleich bleiben muss. Aber die Kniffligkeit kommt jetzt dadurch hinein, dass auch das, was sich gleich bleibt, sich verändern muss. Sie sehen es an jedem Wachsen, Aufwachsen von Kindern, bis sie erwachsen werden, aber auch von dem weiteren Prozess des Erwachsenwerdens und des Älterwerdens und des Erfahrungensammelns und so weiter und so fort. In all diesen Fällen sagen wir sagen zweierlei von einem Menschen, dass er ja immer derselbe ist, also so schon als Baby und als alter Mensch, das ist derselbe Mensch, dieselbe Person. Aber eigentlich stimmt das ja nicht. Ne? Denn dieser Mensch hat sich ja enorm gewandelt im Prozess des Aufwachsens, sodass im Grunde er sich, man sieht es schon an den Bezeichnungen, die wir für die Stadien haben, Kind, Jüngling oder junge Frau, Mann oder Frau und dann
Senior, sagt man heute, ja. Also Greis vielleicht noch, Greisin, Greis und Greisin. Das heißt, wir bezeichnen mit diesen Wörtern zwar den einen, die eine Person, aber sie ist doch auch qualitativ anders geworden. Also ist das mit dem, wir brauchen die Identität, aber wir brauchen auch den Wandel in der Identität. Und es geht also nicht bloß darum, dass man etwas weniger Haare hinterher hat, jedenfalls der männliche Teil hauptsächlich, dass man sozusagen Äußerlichkeiten, dass sich Äußerlichkeiten verändern. Darum geht es nicht nur, sondern es geht darum, dass sich sozusagen Substanz der Person auch verändert. Also dieser Werdensbegriff hat dann in der Geschichte der Philosophie ganz früh bei den Vorsokratikern oder Philosophen vor Sokrates, mit, normalerweise mit Thales, wird der Reigen eröffnet. Thales von Milet, heute eben an der Küste von der Mittelmeerküste der Türkei, der westlichen Küste, lag etwas in ein Land einwärts. Da steht eigentlich die Linie der westlichen philosophischen Tradition. Muss man sich mal überlegen. Weil die Griechen diesen Flecken kolonisiert hatten, und im Grunde ist der Ursprung griechischer Natur, das waren Griechen vom griechischen Festland, die dort gelebt haben in Kleinasien, Ionien, wie das damals bei den Römern dann später hieß. Es war so, dass ein anderer großer vorsokratischer Philosoph mit Namen Parmenides aus diesem Werdensbegriff keinen Sinn machen konnte. Er sagte, dass der Begriff ist unmöglich zu verstehen. Der ist in sich widersprüchlich, wenn er bedeutet ja zum Beispiel, dass etwas zu etwas wird, was es vorher noch nicht gewesen ist. Jetzt frage ich euch, sagt er, wo war das, was vorher noch nicht da war, wo ist das hingekommen? Die Antwort kann ja wohl nicht sein, es kommt aus dem Nichts. Aus dem Nichts kann gar nichts entstehen. Also war es vorher schon da, dann war es aber doch schon da und dann gibt es kein echtes Werden. Dann gibt es kein wirkliches Werden. So hat er argumentiert. Und er hat daraus geschlossen, da der Begriff des Werdens, der Veränderung und so weiter für ihn logisch nicht haltbar war, er sagt, es gibt kein Werden, es gibt nur Sein. Es gibt Sein und kein Nicht-Sein, aus dem ein Werden kommen könnte. Und man kann das dann weiter verfolgen in der Geschichte der griechischen Philosophie bis zu Aristoteles, der glaubt, er hat das Problem dann gelöst. Das ist aber eine komplizierte Geschichte, die lässt sich nicht so in zwei Sätzen zusammenfassen. Aber wenn es nur ein Sein gibt, ist ja. Das nicht etwas Statisches? Absolut, ja. Das ist ewig, ungeworden und unwandelbar. Das darauf hat er dann kompromisslos, hat er sich darauf festgelegt, dass das andere kann ich nicht denken. Also muss diese Alternative richtig sein. Dass es nur das unwandelbare, ewige Sein gibt. Ja, wie erklärt man dann, dass wir aber einen völlig anderen Eindruck haben, nämlich von Vergänglichkeit und Werden und Vergehen und so weiter, von der natürlichen Zyklen des Wachsens, Gedeihens, Absterbens und wieder Neuwachsens und so weiter. Die Erklärung scheint zu sein, dass er gesagt hat, das ist Illusion. Das ist Illusion, das bilden wir uns ein, dass es diese Veränderung gibt. Die hat keine Grundlage im eigentlichen Sein. Und damit ist natürlich für die folgende Philosophiegeschichte ein großer Rahmen aufgespannt, wo man dann sich dem Seinsbegriff intensiv zuwenden kann. Was ist dieses wahre Sein? Bei Platon könnten wir sagen, ja, es gibt das. Zwar nicht so wie Parmenides das meinte, aber in Form der Ideen gibt es dieses wahre Sein. Und so weiter. Gut, Anmerkung zu Genesis. Ich bin mir nicht keiner Stelle bewusst bei Klee, aber ich überschaue das natürlich nicht, das ist ja auch riesig und vieles ist noch nicht veröffentlicht, glaube ich.
ob er irgendwo mal Heraklit erwähnt. Heraklit, den Denker des Werdens. Sie kennen alle den Spruch. Alles fließt. Panta rei. Das ist der heraklitische Spruch. Oder vielmehr, das ist der, den Platon ihm zugelegt hat. Der andere, glaube ich, bekannte Spruch ist, in dieses alles fließt, verschleiert etwas, was wichtig ist bei Heraklit, nämlich Folgendes. Es gibt auch diesen anderen Spruch, den kennen Sie auch. Niemand steigt zweimal in denselben Fluss, ja, weil sich alles verändert. Der Fluss ist wieder ein anderer. Da ist es wichtig, darauf zu bestehen, dass dies auch eine Verkürzung des heraklitischen Gedankens ist, die nämlich seine Lehre gar nicht richtig erfasst. Denn es gibt ein anderes, dies erscheint wieder bei Platon. Also ich weiß nicht, warum Platon systematisch Heraklit falsch zitiert hat, wenn er ihn falsch zitiert hat. Es gibt die andere Überlieferung. Die heißt, wir steigen und wir steigen nicht in denselben Fluss. Also, während wir in denselben Fluss steigen, sind wir andere, aber wir sind auch wieder dieselben. Und der Fluss ist ein anderer, aber er ist auch wieder derselbe. Das heißt, für den Heraklit gehören diese Gegensätze zusammen. Wenn man einen Gegensatz weglässt, dann ist das Phänomen zerstört sozusagen oder aufgehoben. Dann kann man die Wirklichkeit nicht mehr begreifen. Dieses Phänomen des Werdens und des Formannehmens, das geht nämlich nur, wenn beide Kräfte zusammenwirken.